Oh, was haben wir da? Ein echtes Ad hominem-Argument. Prima, das ist ein gutes Ablenkungsmanöver, was man immer dann einsetzt, wenn man keine sachlichen Argumente mehr hat, aber nicht zugeben will, dass man im Unrecht ist. Kombinieren kann man den persönlichen Angriff auch mit einem Whataboutism, einem anderen sehr wirksamen Ablenkungsmanöver, wenn sich der andere darauf einlässt. Man sollte es nicht tun, wenn man eigentlich in der Sache noch diskutieren will, und man sollte es so subtil machen, dass es der Gegenüber nicht unbedingt merkt. Wenn Sie dieses Video sehen, hat es aber nicht so gut geklappt, probieren Sie es nochmal.